Hallöchen, ihr seht hier zwei Kameras. Einmal eine Video 8 Movie von Bauer bzw. Bosch. Und einmal eine Sony Handycam Video 8. Nein, die habe ich nicht gekauft, die habe ich von meinem Sofa bekommen. Eine von den beiden möchte er gerne, dass die zumindest abspielt. Aber der klappert was und ich meine, er sagte auch, bei einer wäre irgendwie ein Zahnrad gebrochen. Und bei der geht das wohl auch nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe hier Strom irgendwie mitgeliefert bekommen. Das hier ist wieder die TV-Lens, die ich auch schon mal ausgebaut habe. Das hier scheint aber eine andere Linse zu sein. Sony Video Lens. Wenn die Sony nicht hinhaut, vielleicht gucke ich mir mal die Linse an. Vielleicht ist die sogar besser für mein Mikroskop. Muss ich mal schauen. So. Widme ich mich erstmal der Bauer Bosch Dings da zu. So. Adapter. Wo hat denn das Ding hier einen Akku? Das Ding muss doch noch irgendwo Akku haben. Hier ist noch irgendwie das hier hinter. Irgendwo muss ja ein Akku ran. Das ist der Viewfinder. Das ist klar. Remote Air. Aber ein Akku muss das Ding doch eigentlich auch haben. Da sind zwei Schrauben. Schau mal. Ich habe da schon was beim Schrauben eben gesehen. Da ist noch ein Deckel. Batterie Eject, ja. Hier vorne kommt ein Akku reingeschoben. Ja. Dann hätte ich den Deckel gar nicht abschrauben brauchen. Schraube den erstmal wieder drauf. So. Soll wohl irgendwie nicht hinhauen, richtig. Mal schauen wir mal. So, Adapter, ja, ich habe da schon was. Da hat er was mitgeschickt. Das darf ich angeblich wohl behalten. Muss er mir dann noch mal sagen. Das ist so ein... von Bauer. Ja, Video, In, Out, wie auch immer, Geschichte. Hier kommt mal der Akku dann rein. Und da ist auch der Adapterstecker bei. Damit das Ding Strom kriegt. Stecken wir da mal Strom rein. Geben dem Ding mal Strom. Power on, hier hat sich was getan. Im Viewfinder ist nichts zu sehen. Also wenn ich jetzt auf Operate drücke, geht sie zwar an, aber nur wenn ich festhalte. Kann man das erkennen? Ja. Wird wieder aus. Wird wieder an.
Das Ding kommt mir so bekannt vor. Das Ding habe ich nämlich auch mal irgendwo zerlegt. Fokus. Ja. Den brauche ich nicht. Sie bleibt nicht an. Ich schätze mal, dann doch hier. 7, was steht hier? 7,2 Volt. Ich komme ja da an die Kontakte dran. Ich kann natürlich sein, dass sie Akkustrom erwartet. Scheint Plus und Minus zu sein. Oh, warte mal. Plus. Minus. Strom geben wir ihr mal 200. Geht sie auf 200 und ich weiß nicht, ob das richtig rum ist. Das ist ein größerer Kurzschluss. Okay. Jetzt hat sie 11 Milliampere. Wenn ich hier jetzt noch externen Strom gebe. Jetzt gebe ich dir externen Strom. Ich weiß, das sind 8, und ein bisschen kann sie auch. Ja. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich an nach kaputten Zahnrad. Die da noch irgendwo ein Schalter, Taster, irgendwas. Ich kann nichts erkennen, dass die irgendwas hatte. Ich glaube, die hier ist hinüber. Die geht nicht an. Über Akku schon gar nicht.
Da will sie nicht. Und über extern will sie auch nicht. Gut. Aber das hört sich schon mal vom Laufwerk echt gut an. Ja, nehmen wir mal die Sony. So, und da habe ich auch ein Netzteil gekriegt. Das ist, das sieht so aus und hat hier ein so ein Akku-Adapter-Gedönse. Das werden wir da mal ranstecken. So. Mal gucken, ob die ein Zeichen von sich gibt. Also gehört habe ich da was. Player. Oh, ist das unscharf. Oh, da sind die Akkus, die Elkus auch hinüber. Oh Gott. Das könnt ihr nicht sehen, aber man kann ja gar nichts im Display lesen. Das hört sich nicht gut an. Ich muss da mal kurz reinleuchten, mal gucken, ob ich sie hier irgendwie ausgetrickst kriege. Wahrscheinlich nicht. So. Das ist die Kopftrommel. Ich geh mal dichter. Ich hoffe, man kann die Kopftrommel sehen. Ich mach das mal auf. Die Kopftrommel dreht nicht. Die hat ein Problem. Also, von der Mechanik her, ja, ihr könnt jetzt gar nichts sehen, ne? Da am Rand ist der kleine. Kommt aber auch nicht ran. Eben hatte sie schon von der Kopftrommel her
besser gedreht. So, jetzt drehte die Kopftrommel. Brauche ich mal die Kassette. Wo habe ich jetzt die Kamera? Da habe ich meine Kassette drin. Ich suche mal eine Kassette. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Kamera gelassen habe, aber ich habe noch eine Hi8 Kassette original verpackt. Muss ich halt mal herhalten. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal. Da habe ich 1,50 für bezahlt. Jetzt so lange probiert, bis der Kopf sich mal dreht. Jetzt hat der Kopf sich gedreht, aber es geht nicht die Kassette rein. Da scheint noch irgendetwas nicht hinzuhauen. Jetzt brauche ich mal mein Handy. Einmal die Kamera. Ich weiß nicht, ob die Kamera oben das aufzeichnet. Nee. Die, was ich hier jetzt gerade geguckt habe, ist hier die LED, die Infrarot. Aber da ist auch nichts zu sehen. Jetzt auf Kamerastelle geht's, aber auch auf den Operation Modus Kamera tut sich nichts. Was sagt er mit Licht? Blinkt hier mit Licht.
Rec-Modus tut sich hier gar nichts. Nur im Play-Modus. Und der ist... Irgendwas scheint hier mit der Kamera wirklich nicht hinzuhauen. Nur nochmal die andere. Nur nochmal die Bauer. Den Bauer. So, Bauer. Kopftrommel dreht, kriege ich hier auch das Ding, die Blende runter, ja. Also mein Sofa, ich glaube, das sieht sehr schlecht aus mit den beiden Kameras. Bei der einen ist das Laufwerk wirklich hinüber, da will die Kopftrommel gar nicht. Nicht wirklich. Und bei der hier, die bleibt ja nicht an. So. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber die bleibt nicht an. Zieht das Band rein. Jetzt ist sie auf Kamera. Aber sie bleibt nicht an. Also Aufnahme geht nicht. Play würde funktionieren. Wenn dann operiert geht. Da musst du mir mal sagen, was du damit anstellen willst. Ja, mit der kann ich nicht viel machen. Und mit der hier kann ich gar nichts machen. Mit der Sony. Da ist eindeutig Kopftrommel. Die hat Kopftrommelprobleme, aber so richtig. Schade um Sony, aber... Hören die Batterie unter. Aber... Hier läuft die Kopftrommel nicht an der Kamera. Und wenn die nicht... Wenn die Kopftrommel was hat, dann kannst du vergessen. Also das macht keinen Sinn, das zu reparieren. Das macht keinen Sinn. Das kann ich dir gleich sagen. Entweder war sie mal auf, weil hier ist schon... Oder sie ist geflogen. Dass die irgendjemand drunter geschmissen hat, weil... Das ist ein bisschen verformt. Mit der macht das absolut keinen Sinn weiterzumachen. Bei der eventuell, aber da denke ich mal Elkos. Das hier bei der Elko-Geschichte. Und das nicht mal zu wenig. Wenn ich das Ding aufschraube, dann kommen mir da mindestens 200, 300 Elkos entgegen, die ich tauschen müsste. Musst du mir mal sagen, was du mit den Dingern vorhast. Ob ich sie dir zurückschicken soll, irgendwann mal. Oder was auch immer du damit anstellen möchtest. Na gut, dann danke fürs Zugucken. Mal gucken, wie ich das Video zurechtschnibbel, weil ist sehr lang geworden und passiert ist eigentlich nicht viel. Na gut, dann bis zum nächsten Video.